Hallo zusammen. Meine Bestellung von Craftelier ist angekommen. Dann hatte ich noch was bei JM Kreation bestellt, was angekommen ist. Und ja, und beim Action war ich noch kurz, weil ich habe mir einen zweiten Leuchtring geholt. Jetzt ist es ja hier auch etwas heller. Das passt mir jetzt. Also das gefällt mir jetzt hier viel besser. Ich musste hier aber noch ein weißes Papier hinlegen, weil das hat so gespiegelt auf meine Glasplatte, meine schöne Glasplatte, aber so ist es halt. Also damit das hier sich alles nicht so spiegelt, habe ich hier meine Schneidematte und weißes Papier liegen. So, ich wollte erstmal ein kleines Kraftupdate geben, weil ich hatte letztes Wochenende ein bisschen gebastelt, aber leider ist nicht so viel geworden. Ich habe einmal die Karte hier gemacht, die glitzert auch was. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also die habe ich einmal in grün gemacht. Dann habe ich die noch mal in Rot gemacht. Sieht man das? Ich muss selber mal gerade gucken. So. Glitzert halt ein bisschen. Und dann habe ich die noch mal in Cremefarben gemacht. Das Papier ist vom Action. Das ist noch von Kanban Papier. Das hat schon mal mein Papierfundus gehabt. Dann habe ich hier die Dots. Das ist hier der Morning Dew von Nouveau Drops. Der Morning Dew. Ich hatte aber gedacht, das wären so Regenbogenfarben und dann schimmert vielleicht das Rot mit durch. Tat es aber nicht. Die sind dann auch noch klar geworden. Ich meine, ich freue mich ja drüber, aber naja. Hier habe ich nämlich die Enamel Dots drauf getan. Weil ich ja gedacht habe, die werden milchig. Aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich hier auch den Morning Dew drauf getan. Naja, jetzt weiß ich Bescheid, man lernt nie aus. Und ja, also der Stempel hier ist von Crafters Companion. Das ist der Stempel hier, den habe ich auch zum ersten Mal benutzt. Den habe ich auch noch als Happy Birthday Variante. Den finde ich ganz gut. Also da war ich auch ganz zufrieden. Das ließ sich auch gut verarbeiten. Die Farben sind von Versa Fein. Nee, Moment, das ist Versa Color. Das sind diese neuen Farben, die ich ja geholt hatte. Was ist noch zu sagen? Ja, und dann habe ich noch eine Karte gemacht. Und zwar nach Vorgabe von Olga macht das so. Entschuldigung für den Versprecher, also Olga macht das so von dem Kanal, habe ich, die hatte eine richtig schöne Karte gemacht, da habe ich die nachgebastelt, natürlich mit anderem Papier und so, aber die Art hat sie gemacht. Das Papier hier mit den Sternen ist auch von Crafters Companion, das hat schon in meinem Fundus gehabt. Hier habe ich schon einen Kreis ausgestanzt und einen Stempel drauf gemacht. Und zwar diese Sternenstempel ist von dem Set hier. Da habe ich hier diese Sternen genommen. Das Set heißt, das ist von Kreativdepot und das heißt, Moment, das heißt, was ist denn? Adventspaß eleganter Kreis. Ich hatte mal nachgeguckt, die haben das tatsächlich noch und zwar indem wir sagen Tschüss. Da hatte ich das vorher auch zu einem reduzierten Preis bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie viel das war. Aber da müsst ihr mal gucken. Aber das ist ein schönes Stempelset. Und dann natürlich den Baum habe ich hier von der Dani Pois. Ne? Hier, das ist ja mein Lieblingsbaum. Den habe ich dann das erste Mal benutzt. Und auch hier das Frohe Weihnachten habe ich hier benutzt. Dann habe ich hier so super Glitzerpapier. Ihr seht das bestimmt. Also das ist richtig super. Da hat man auch nach dem Basteln auch nicht die Hände voller Glitzer. Da geht überhaupt nichts ab. Das ist von Ideen mit Herz. Ich habe das extra mal rausgesucht, falls da jemand Interesse hat. Ich weiß allerdings nicht, ob die das noch hat. Aber das ist dieses Glitterpapier, 125 Gramm. Und da sind verschiedene Farben drin gewesen. Und also ich bin da echt begeistert von. Das ist auch nicht so dick. Das ist ja dünn, 125 Gramm. Und also es lässt sich super verarbeiten. Ich bin echt begeistert. Ja, und dann habe ich hier noch so durchsichtige Enamel Dots drauf getan. Ja, das war das, was ich geschafft habe. Leider habe ich nicht mehr geschafft.
weil irgendwie ich habe Papier gesucht, naja, und dann kommt eins zum anderen, da war ich mein ganzes Papier am Sortieren anstatt am Basteln, naja. Ach so, und das Glitzer ist mit dem Spectrum Noir Sparkle wieder gemacht. Ich habe ja das Klare, das ist ja der Stift, ich habe den Klaren und den gibt es auch noch in Bunt, gibt es die auch noch. Das wollte ich auch noch gesagt haben. So viel, soweit zum Kraftupdate. Eine Karte zeige ich euch später noch, weil da habe ich nämlich was Neues geholt von der JM-Kreation. Die zeige ich euch dann später. So, dann würde ich erstmal vorschlagen, ich fange an mit hier mit so einem Stickerbuch. Den habe ich noch gefunden beim Action. Ich hatte ja das andere mit den Flowers und dann habe ich das hier noch gesehen. Also das hat mir auch noch richtig schön gefallen. Diese Stickers sind hier da drin. Also Pastellstickers, alles in Pastellfarben. Das ist hübsch. Huch. Die sind sehr schön. Halb alles Pastellfarben, ne? Das sind also meine Töne. Ich mag gerne Pastellfarben, nicht dieses Grelle, bin ich nicht so der Freund von. Das ist noch dabei. Ist eigentlich im Bild, ja. Ich habe mich heute mal hingesetzt, sonst stehe ich meistens. Noch. Also die Farben gefallen mir richtig schön. Ja, und immer diese ganzen Symbole, also hier was, nicht Symbole, die ganzen Bildchen, muss man halt gucken, was man so damit anstellt, ob ich die im Happy Planner benutze oder irgendwie anders. Da muss ich halt gucken. Also das Buch lässt sich hier schlecht blättern, tut mir leid. Das ist auch sehr schöne Farben. Ja, so, das war's gewesen. Also einmal so ein Pastell-Stickerbuch. Das habe ich noch beim Action geholt, zusammen mit dem Leuchtring. So, dann habe ich mir bei Craft Atelier, habe ich mir hier diese, Binderinge für meine, also für meine Chinch geholt. Ja, wo habe ich denn jetzt die Liste mit dem, ach da. Ich habe ja bei der Chinch habe ich immer die Originalen und habe mir gedacht, ich probiere jetzt mal die Marke von Craft Atelier aus. Das ist 3/4 Zoll, 1,90 cm. 1,90 cm. Einmal in so einem hellen Grün und in einem rosa Ton. Ich probiere die einfach mal aus, wenn die gut sind, weil die sind ziemlich günstig, also vom Preis. Die haben jetzt gekostet 1,72 Euro. Was der Stickerbuch gekostet hat, das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Den Preis habe ich leider nicht mehr. So, dann hatte ich euch ja erzählt, dass ich mir einen Planer gekauft habe. Der ist dann auch angekommen. Und zwar ist das der hier. Und den wollte ich mir ja für mich zurecht machen. Ich habe hier schon angefangen mit Kleber reinzumachen. Und ich habe auch angefangen, den schon umzuändern hier. Das sieht man ja hier. Ich habe mir mit meinem Plotter habe ich mir selber diese Aufkleber ausgedruckt und ausgeschnitten. Und leider ist das wieder so dunkel geworden. Ich habe das erst in einer anderen Variante ausgedruckt. Aber dann, ich musste jetzt eine Premium-Qualität ausdrucken, dann wird das leider so dunkel. Die andere Variante war zwar heller, aber man konnte hier die Zahlen verwischen. Das war hier eine reinste Schmiererei gewesen. Ich habe das dann alles wieder umgeändert. Ja, und was soll ich euch noch sagen? Ich habe ja nach dem Planer von... Moment. Ich muss euch das mal zeigen hier. Ich habe nach diesem Planer, ist ja 2023, nach diesem Planer hier, habe ich mein ganzes Kalender durchgeändert hier. Alle Tage verändert. Hier alle Monate. Alles schön verändert. Naja, und dann kam ich dann hier bei den Seiten hier dran. Die wollte ich ja dann auch verändern. Und da habe ich mich nur gewundert.
Wieso fängt der hier mit Sonntag an? Ich hatte mich dann hier verklebt. Denke ich, das ist immer komisch, dass es hier mit Sonntag anfängt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich rausgekriegt, dass das hier auch alles Sonntag ist. Also, ich habe meinen ganzen Planer komplett verkehrt geklebt, weil ich gedacht habe, vorne ist Montag und nicht Sonntag. Und hier ist aber, fängt der mit Sonntag an. Das heißt, ich musste alle 365 Tage wieder noch alles abmachen und neu kleben. Dabei ist mir dann teilweise hier dann das Papier ein bisschen gerissen, weil der Kleber schon gut angezogen war. Hier bei dem sieht man das ein bisschen. Ich meine, ihr seht das dann wahrscheinlich nicht zu weit weg. Aber was soll ich da sagen? Es hat mir dann irgendwann auch gar nicht so wirklich gefallen. Ich habe mir jetzt einen neuen bestellt, ne? Der für mich dann ist. Und das hier wird dann mein, für die Firma, mein Planer für die Arbeit. Und hier werde ich auch noch Sachen drüber kleben, alles so, was ich brauche. Und ich habe mir auch den gleichen wieder bestellt, weil ich finde einfach diese drei Kästchen-Einteilung super. Und da werde ich mir auch Aufkleber für drucken, dass ich das auch wieder mache, und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Bilder hier verändern. Ich muss mal gucken, ob ich das so noch in Ordnung finde. Die Planer haben dann immer noch so, ja, muss ich mal gucken, so verschiedene Sachen sind da noch angelegt, ob mir das so alles gefällt. Ich passe das noch nach mir an. Aber so ist das halt. Das, was ich mir gemacht habe, so sieht zum Beispiel auch so ein Ausdruck aus, was ich mir erstellt habe für die Kalender umzuändern. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Tut mir leid, dass ich mich da jetzt ein bisschen dran aufgehalten habe. So, das ist also der Planer. Dann habe ich mir, der kommt dann, also der bleibt dann auch mit der Hülle hier. Das wird dann mein Arbeitsplaner. Und der neue Planer, da habe ich mir hier sowas, hatte ich mir sowas hier noch bestellt. Hier so Außenhüllen, dass der ein bisschen anders dann aussieht von außen. Das habe ich mir dann bestellt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich hier was drauf mache, das weiß ich noch nicht. Aber das ist dann für meinen Planer, habe ich mir diese Außenhüllen bestellt. So, und dann habe ich mir noch bei Craft.de habe ich mir noch solche Ketten bestellt. Diese Ketten hier, das sind so Kugelketten. Da kann man so Anhänger dran machen oder Tags irgendwo befestigen. Ich hatte die schon mal irgendwo gesehen und war immer am Überlegen, wo kriegt man diese Kugelketten her. Und dann, wo ich bei Craft.de diese Eigenmarke recherchiert habe, was da alles so gibt, habe ich diese Kugelketten gefunden. Ja, und was soll ich sagen? Die habe ich mir jetzt in so einem Roségold bestellt. Ich habe die mir in Schwarz bestellt. Dann habe ich mir die noch in so einem schönen Mint, also helles Grün bestellt. Und meine Lieblingsfarbe Lila. So, dann habe ich mir noch, ach, und in einem hellen Blauton noch. Ich denke mal, damit habe ich jetzt dann auch erstmal genug, aber ich finde die richtig toll, diese Kugelringe. Ach, und diese Kugelringe habe ich bezahlt, diese Kugelketten, 1,29 Euro. Der Happy Planer hat 12 Euro gekostet, hier dieses Band hat 12,59 Euro gekostet. Der war auch abgepreist gewesen. Der kostet, glaube ich, 21 Euro kosten diese Hüllen. Und der kostet normalerweise 30 Euro. So, dann habe ich mir hier noch so Lesezeichen geholt. Zeige ich euch auch mal. Diese Lesezeichen, das finde ich auch sehr schön hier mit den Blumen. Das ist jetzt nicht so meins, aber es ist halt nur mal ein Paket mit drin. Und das hier finde ich auch sehr schön. Das ist so ein etwas festeres Material, so ein Kunststoffmaterial. Ja, die haben 4,19 Euro gekostet. Die haben ja im Moment irgendwie alles abgepreist da, weil Geburtstag ist.
dann habe ich mir noch diese Binderinge geholt in lila Farben. Nein, Billy, jetzt nicht. Mein Kater kommt gerade, der will hier der will hier auf den Tisch rauf. Dann habe ich mir diese Binderinge geholt und zwar ist das hierfür gedacht gewesen. Ich habe ja hier meine Stencil hier in so einer Mappe drin und die kommt echt an ihre Grenzen. Und dafür habe ich mir diese neuen hier geholt. Natürlich in meiner Lieblingsfarbe. Ich glaube, die sind auch was größer. Und so, dafür sind dann die Binderinge gedacht. Ja, dann habe ich mir noch einen Block geholt. Also ich wollte mir eigentlich kein Papier bestellen, aber ich habe den gesehen. Ich musste den direkt haben. Der hat mich total angesprungen. Von Recollections, Holiday Romance heißt der. Ich glaube, der hat noch eine andere Marke. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Paperpad, doppelseitig und 24 Blätter, 6x6. Ja, dann zeige ich euch den mal. Der ist richtig süß, ist der. Ich habe den natürlich schon aufgemacht. So, einmal das. Das ist immer so zwei Seiten. Dann hier so diese Kärtchen. Das jetzt hier oben mit dem grünen Sternchen oder Schneeflocken. Das hier finde ich schön wie so Banner, ne? Fand ich auch sehr hübsch hier, auch mit den Häusern, hier mit den Häuschen. Also es gefällt mir richtig schön, der Block. Also den bereue ich keine Sekunde. Der hat 4,89 Euro gekostet. So, dann hier oben so eine Holzoptik. Hier, die sind ja auch sehr schön. Mein Magen knurrt, ich habe... Der hat Hunger. So, dann hier rosa Schneefleckchen. Dann hier mit den Häuschen finde ich auch total schön. Hier dann ist nochmal in so einem ganz zarten Lila wieder mit Weiß. Hier ein paar Tags. Alles schöne, dezente Farben. Hier so Kärtchen. Dann hier mit dem in Grün nochmal. Hier wieder so ein paar Tags. Also ja. Ne? Ich komme jetzt nicht drauf. Aber richtig schön in schön zart. Alles in schönen zarten Pastelltönen. Also den finde ich richtig schön. Auch hier mit den ganzen Häuschen. Da sind zwar viele Farben drin und so. Also ziemlich viel an Farben drin, aber ich finde den nicht überladen. Ich finde, die haben das richtig toll gemacht. Und dann hier noch so ein paar Kärtchen, dann dunkelgrüne Schneeflocken. Hier noch ein paar Kärtchen. So, das war dann der Block Holiday Romance. Also den finde ich richtig toll. So, dann habe ich noch gekauft. Ich tue es mal hier auf Seite. Dann habe ich mir gekauft bei JM Kreation. Moment, ich habe das noch in einem Kuvert drin. Ich hole das mal gerade alles raus. Ach, jetzt gehen hier schon die Stanzen fliegen. Oh, Moment. Also, ich habe von dem neuen Release was geholt. Und was soll ich euch sagen? Also, ich habe mich in so viele Stanzen da verliebt. Also, ich hätte da noch... hätte da Stanzen kaufen können ohne Ende. Aber ich habe mich zusammengerissen. So, ich habe mir einmal hier den Stencil geholt. Da tun wir am besten was hinter. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier reicht. Na, ist jetzt nicht gerade super, ne? Moment, ich habe hier etwas Dunkles. So, so. Also das hier, den Stencil habe ich geholt. Den finde ich richtig klasse. Mit den ganzen Schneeflocken. Ich mache ja eigentlich die Stenzels selber. Aber ich glaube, sowas Feines,
Da ist gleich mein Plotter leicht überfordert oder es ist mir auch alles irgendwie viel zu anstrengend. Das muss ja auch alles entworfen werden. Und da habe ich mir gedacht, hol mir den einfach. Leider kann ich euch keine Preise sagen. Da müsst ihr leider selber gucken. Aber hier ist 4006 Schneeflocken heißt der. Also den habe ich mir geholt. Dann habe ich mir geholt, gerade nämlich gehört, in dem Kuvert sind noch mehr drin. Ich habe nie alles rausgeholt, weil ich habe damit schon ein bisschen gebastelt. So, ich habe mir einmal den hier geholt. Ich glaube, ich hole mal irgendwie hier. Moment, ich tue den am besten mal weg. So, den tue ich jetzt mal weg. So, ich habe dieses Ganze geholt. Und zwar ist das einmal dieser Rahmen hier. Das ist die hier. Das ist die, Moment, die 00563 Weihnachtsstern A6. Habe ich mir geholt. Da fehlt natürlich noch was. Da gehört noch das hier dazu und das hier. Aber ich habe eine Karte gebastelt, die wollte ich euch gleich auch mal zeigen. Dazu muss ich aber vorher noch was anderes zeigen. Denn ich habe mir hier Hot Foils geholt. Frohe Weihnachten und frohe Ostern. Die habe ich natürlich direkt ausprobiert. Die sind das. Hot Foil, das ist die H001, frohe Ostern, Weihnachten. Bin ich direkt mit Ostern auch abgedeckt. Und dazu gibt es, wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Dazu gibt es, also ich weiß nicht, ich bin hier heute irgendwie alles nur am Suchen. Wo sind denn jetzt die Sachen? Dazu gibt es die Outline-Stanzen. Ich weiß aber nicht, tut mir furchtbar leid, ich finde die jetzt irgendwie. Ach, da sind sie. So, da habe ich jetzt, weil ich habe das alles benutzt schon, hier noch die Outline-Stanzen dazu geholt. Die 00568 Randstanzen, frohe Weihnachten, Ostern. Das habe ich auch noch geholt. Das sind die Randstanzen davon. Und da wollte ich euch die Karte zeigen. Die habe ich dann mal gebastelt. So ein einfach, ja, ich habe gedacht, mache jetzt nicht so viel, weil hier ist ja das ganze Glitzer, das ist wieder dieses Glitzerpapier, was ich euch eben gezeigt habe. Hier habe ich die Hotfoil-Folie, hier habe ich schon ein paar Sprenkel gemacht und Nuvo Drops, Caramel Cream wieder, meine Lieblingsdrops. Und ich, wenn man mal guckt, ich habe die eben erst gemacht und dann, damit die sich so schön legen, muss man ja kurz so machen. Dann legen die sich richtig schön platt. Also die legen sich wieder super. Also ich bin so begeistert von diesen Nuvo Drops. Ja, das ist die Karte, die ich gemacht habe. Auch hier diese Stanze hiervon. Ich bin hier nur ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, weil die gibt hier so einen leichten Rand hier ab, ne? Also diesen Rand hier, den sehe ich hier leicht abgedruckt. Also da muss man zwar gut hingucken, aber ich sehe es halt nun mal, ne? Also das ist so, was mich ein bisschen stört an der. Ich hab die auch ein paar Mal durchgedreht, aber das passiert immer wieder. Ich habe hier auch noch, Moment, hier habe ich die auch durchgedreht, aber hier habe ich das dann auch gehabt, hier ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Aber da kommt halt auch wieder diese, ich tue die mal weg, weil die Nuvo Drops, die sind ganz frisch, möchte nicht, dass sie sich verwischen. Also hier kommt auch leider ein leichter Rand. Also es enttäuscht mich ein bisschen, aber kann ich jetzt drüber stehen, ne? Hier habe ich dann auch noch mal frohe Weihnachten hier, das habe ich noch nicht ausgestanzt. Das ist auch schön geworden. Und hier habe ich das mal mit einer anderen Farbe probiert. Das ist auch richtig schön geworden. Gefällt mir auch gut auf Farbpapier.
Das war das hier mit dem Frohe Weihnachten. Dann habe ich mir noch geholt, da habe ich aber noch nichts mit gebastelt. Die habe ich mir gut, also die fand ich ja wirklich sagenhaft. Da habe ich hier bei JM Kreation selber, habe ich da, die hatte das in einem Papier eingestanzt. Also das war echt so hammermäßig. Da habe ich mir gedacht, die holst du auf jeden Fall. Das ist die 00557 Sternengirlande. Also die fand ich richtig klasse. Wenn ihr mal gucken wollt, wie das aussieht, ich habe leider nichts vorbereitet. Bei JM Kreation, die hat ein Video gemacht, wo die das Oktober-Release zeigt. Da hat die das in der Karte gestanzt. Also total klasse sieht das aus. Ja, also das ist die. Und ach, ich habe hier als Dankeschön, habe ich hier eine Fotostanze gekriegt, Fotorahmenstanze. Also das fand ich ja richtig klasse. Ne? Die habe ich auch noch nicht. Fand ich richtig schön. Da habe ich mich total drüber gefreut. Und hier hinten, das Papier kann ich ja wieder verwenden. Und dann habe ich mir noch zu guter Letzt noch eine Stanze geholt. Und zwar hier diese Rundstanze. Die hat mir auch sehr gut gefallen mit den Sternchen. Ich hätte auch gerne hier von der hier noch die Slimline gehabt, aber das hätte dann mein Budget gesprengt. Und ja, dann habe ich mich für die Rundstanze entschieden. Und ja, so, ich glaube, ich habe euch soweit alles gezeigt. Ah, ne, ich habe nur eins noch vergessen. Von Craft de Jé hatte ich mir noch so eine Box hier bestellt. Und zwar hier für die Versacolor reinzutun. Weil ich hatte ja so viele. Ich meine, die passen auch alle da rein. Aber irgendwie finde ich, sehen die ein bisschen verloren aus. Ne? Ich muss mal gucken, ob das jetzt so bleibt. Oder ob ich die verändere. Da bin ich schon nicht so sicher. Aber so von der Qualität her, so finde ich die Boxen nicht schlecht. Muss ich ja mal sagen. Die gefallen mir richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die ist auch schön hoch. Da habe ich 5,20 Euro bezahlt. Und ja, also das war es dann soweit. Ja, das war es gewesen. Soweit. Immer dieses, das war es gewesen. Also das sage ich ja ständig. Ganz zum Schluss ist mir mal aufgefallen. Ich muss mir mal angewöhnen, was anderes zu sagen. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Leider ist das Video nicht früher fertig geworden. Irgendwie ging es bei mir drunter und drüber und ich war auch nur unterwegs gewesen. Oh ja, ich wollte euch das aber unbedingt noch an den Sonntag alles zeigen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann gucke ich mal, dass ich für nächstes Wochenende das nächste Video fertig habe. Denn da ist noch ein bisschen im Anflug. Das trudelt diese Woche auch noch alles ein, soweit ich gesehen habe. Und dann kann ich für nächste Woche wieder ein Video machen. So, dann schönen Sonntag wünsche ich euch und passt gut auf euch auf. Tschüss!